Ja, hallo allerseits. Mein Name ist Simon Krausner, ich bin Pressereferent beim Deutschen Handverband und ich begrüße euch hier auf der Bühne 3 zur zweiten inhaltlichen Session des Tages. Es geht ganz grob um das Thema Säule 2 und auch so ein bisschen politischer Ausblick, was denn kommen könnte nach der nächsten Bundestagswahl, also eine etwaige Kanzlerschaft vielleicht von Friedrich Merz und was das bedeuten könnte sozusagen für die Zukunft dieses zarten Pflänzchens der Cannabis-Legalisierung oder Entkriminalisierung in Deutschland. Und zu diesem Thema begrüßen wir heute hier zwei ganz tolle Speakerinnen. Einmal Lisa Haag vom BVCW, die euch eher so das große Ganze darstellen wird. Säule 2, was gibt es für Optionen? Und uns einen gewissen Ausblick geben wollen. Und dann haben wir noch Adele Hollmann von der Sanity Group, die sehr spannend sozusagen das erste legale Cannabis-Verkaufsgeschäft in ganz Europa betreut und euch ganz viele spannende Einblicke zum Schweizer Modellprojekt geben wird. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Dankeschön und hallo, willkommen zu meinem Vortrag. Ich habe den genannt Wissenschaftliche Forschung, was geht heute und unter Säule 2. Und ich wollte das Ganze hier mal einleiten im Sinne unseres Grundgesetzes auch, denn da ist nämlich auch die Wissenschaft oder beziehungsweise die Forschung geschützt. Ja? Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Aber natürlich müssen wir uns dabei auch an unsere Verfassung halten und dass wir die Grundordnung quasi in unserem Land nicht gefährden. Wer bin ich? Was mache ich? Mein Name ist Lisa Katharina Haag. Ich bin seit 2017 in der Cannabisindustrie tätig, in der legalen. Ich mache strategische Beratung für Cannabisunternehmen aller Art aus der ganzen Welt, gemeinsam mit meinen Fachexperten. Das sind die MJ Universe Special Agents. Ich betreibe auch das Business-Magazin krautinvest.de. Vielleicht kennen das manche von euch. Wer es nicht kennt, gerne mal reinschnuppern. Da sind immer aktuelle Brancheninsights, News, aber auch Infos aus dem Bundesgesundheitsministerium zum Beispiel. Von meiner Ausbildung her bin ich Diplom-Betriebswirtin und habe einen International Bachelor of Business für Dienstleistungsmanagement. Ich habe auch ursprünglich für große Dienstleistungsfirmen gearbeitet, wie Sodexo Dussmann, kennt ihr vielleicht. Und ich bin BVCW-Gründungsmitglied und im Präsidium. Ich bin aber auch die Fachbereichskoordinatorin für Technik, Handel und Dienstleistung. Ansonsten bin ich im Leadership-Team von der Empower Her Cannabis Society. Das ist eine internationale Gruppe von Frauen, wo wir inzwischen über 600 Frauen stark sind. Also wenn irgendwelche Frauen von euch dabei sind, die sich dafür interessieren, könnt ihr mich gerne ansprechen dazu. So, ich wollte mal so ein bisschen klarstellen, bevor wir hier tiefer reingehen, was bedeutet das eigentlich, Cannabis im Sinne unseres neuen Gesetzes, weil wir müssen da ganz genau unterscheiden, was wir jetzt haben. Ja? Also es ist zwar immer Cannabis, aber trotzdem unterscheidet es sich immer nach gewissen Bestandteilen und nach gewissen ja, einfach Erlaubnissen und was man darf und was man nicht darf. Wir haben hier quasi das Konsumcannabis als erstes, das ist auch sind Pflanzen, Blüten und sonstige Pflanzenteile sowie Harz, ja, die zur Gattung Cannabis gehören, mit Ausnahme quasi von Cannabis zu medizinischen Zwecken und nicht und medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken, CBD im Sinne von CBD-Isolat, Vermehrungsmaterial, Nutzhanf und Pflanzen als Teil der Rübenzüchtung in Schutzstreifen. Das ist quasi, wenn das so als Seitenbegrünung eingesetzt wird. Hier in dem Kontext zu sagen, ist wichtig, bei uns im BVCW gibt es hier zwei Bereiche, die sich mit diesem Thema konkret auseinandersetzen. Das ist zum einen der BCAV, den haben wir jetzt neu gegründet. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft für die Anbauclubs. Da gibt es auch eine günstigere Möglichkeit, als bei uns ein vollwertiges Branchenverbandsmitglied zu werden. Aber man kann halt trotzdem machen. Wir machen Lobbyvertretung und wir haben die auch für die Clubs und wir haben aber auch den Fachbereich Genussmittelregulierung, den der Dirk Heideprim von Aurora leitet. Und da geht es halt auch um solche Themen wie Säule 2, Genussmittel, Cannabis, was kann man da weitermachen. Ich habe da die Schere hingemacht, damit ihr seht, jetzt kommt hier ein ganz klarer Cut, obwohl es eigentlich derselbe Absatz im CANG ist. Es gibt hier auch Nutzhanf. Ja, Nutzhanf sind auch wieder Pflanzen und Blüten und sonstige Pflanzenteile der Gattung Cannabis gehörende Pflanzen und auch daraus wieder dann quasi die Extrakte.
Aber hier gibt es dann natürlich gewisse Einschränkungen, zum Beispiel der Verkehr mit ihnen. Also das bedeutet, dass man quasi die an irgendwelche Endverbraucher oder an irgendwelche Kunden abgibt, ist ausschließlich zu gewerblichen Zwecken und zu wissenschaftlichen Zwecken und der Missbrauch zu Rauschzwecken muss ausgeschlossen sein. Hier sind so ein paar Dinge, die wurden leider aus unserer alten Gesetzgebung übernommen. Wir hatten eigentlich gefordert, Nutzhanf komplett rauszunehmen und in eigene Kategorien reinzunehmen. Leider haben wir hier das immer noch. Wir haben auch eine Zusicherung vom Cem Özdemir, dass die Rauschklausel, so nennen wir diese Missbrauch zu Rauschzwecken, fallen soll. Aber da ist bis jetzt noch nicht aktiv was passiert und das wird hoffentlich noch zeitnah passieren. Weil es ist eine krasse Einschränkung. Das bedeutet nämlich, Nutzhanf ist eine Droge. Auch hier diese gewerblichen und wissenschaftlichen Zwecke, das wurde auch sehr an, sagen wir mal, die Grenzen des Möglichen getrieben. Auch hier zum Beispiel die wissenschaftlichen Zwecke, gab es CBD-Händler, die haben quasi CBD-Blüten zu wissenschaftlichen Zwecken für die Forschung alleine zu Hause. Nun mal ist es aber so, dass die Forschung muss ein öffentliches Interesse gesichert sein und von daher kann keiner alleine zu Hause forschen und auch eine Einzelabgabe ist nicht möglich in so einem Kontext. Aber hoffentlich, wie gesagt, fällt es noch. Inzwischen haben wir ja 0,3% THC, an denen auch der Nutzhanf festgemacht wird. Es sind hier immer uns und oders. Es ist immer ganz wichtig zu beachten, wenn ihr Gesetze lest, genau auf solche Sachen zu achten, weil das eine ist eine Kombination und das andere ist ein Entweder-Oder-Kriterium. Und auch hier unten zum Beispiel dieses Kriterium B heißt halt, du musst ein Bauer sein und in der Alterssicherung der Landwirte eingetreten sein, dass du halt quasi Nutzhanf anbauen kannst. Ein weiteres Thema, was auch immer wieder Verwirrung stiftet, ist der EU-Sortenhanfkatalog. Ja, es ist nicht verpflichtend, die Sorten zu benutzen. Wenn man die Sorten nicht anbaut, kriegt man keine Fördermittel, dann kriegt man keine EU-Gelder mehr. Aber grundsätzlich ist es schon möglich, dass ein Bauer Nutzhanf mit einem Gehalt unter 0,3% THC anbaut. Das ist halt nur ein zusätzlicher Aufwand und es sind halt nicht so einfach implementierbare Sorten und noch ein paar weitere Herausforderungen, die man halt hat. In diesem ganzen Nutzhanf-Thema haben wir auch weiterhin Dinge, die nicht weggehen werden. Novel Food, TBD3, das sind Tabakrichtlinien. Dann haben wir COSING, die sind quasi Kosmetikrichtlinien, AMVVs, Arzneimittelverschreibungsgeschichten. CBD gibt es zum Beispiel auch immer noch als Isolat und verschreibungspflichtig, sofern es eingesetzt wird, um Krankheiten zu behandeln. Produktsicherheitsgesetz gibt es auch noch, das ist grundsätzlich wichtig. Also wer Produkte in den Verkehr bringt, muss schauen, dass sie gut sind, dass sie nicht den Leuten irgendwas schaden können. Und dann haben wir auch noch das NPSG mit dabei, also das neue Psychotrope Substanzengesetz, wo jetzt gerade auch zuletzt THC verboten wurde. Aber ich kann euch nur sagen, aus der Branche raus, es gibt jetzt gerade die nächsten nächsten chemischen Formeln, die raufkommen auf den Markt. Man weiß es nicht mehr und die Sachen, die streuen sich halt innerhalb von kürzester Zeit, weil die halt wie in so einem Art Megadruck in die Kanäle reingehen. Dann haben wir hier auch noch Cannabis als Medizin. Das ist die dritte Säule, die wir haben. Wir haben Cannabis zu medizinischen Zwecken, auch wieder Pflanzen, Blüten und sonstige Pflanzenteile, die zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen, die aus dem Anbau stammen, also das heißt auch der Ursprung davon muss halt aus medizinischen Zwecken unter staatlicher Kontrolle, also quasi eine Cannabis-Agentur in dem Land, wo das hergebaut wird, angebaut wird, muss das erfolgen. Aber es muss auch dem UN Single Convention, das ist das Einheitseinkommen, das ist quasi unser größtes Handelshemmnis als Branche. Genau, und dazu gehört auch Delta 9, Tetrahydrocannabinol und auch Drodabinol. Das Gute an dieser Geschichte ist, also so alle medizinischen Cannabisprodukte und auch Dronabinol sind kein Betäubungsmittel mehr und somit jetzt auch einfacher verfügbar und auch nicht mehr Mittel der letzten Wahl zwangsläufig dadurch, außer man will einen Kostenantrag haben. Dann gibt es auch noch Cannabis zu medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken, das ist auch ganz wichtig. Also der normale wissenschaftliche Zweck ist hierüber nicht abgedeckt, sondern die medizinisch-wissenschaftlichen Zwecke, das heißt Arzneimittelgeschichten, mit Patienten irgendwelche Sachen erforschen. Alle diese Sachen sind halt quasi über diesen Zweck abgedeckt. Und man sieht auch hier, mit wissenschaftlicher Zweckbestimmung wird hier immer wieder betont und es sind hier auch eine ganze Reihe von Einzelcannabinoiden, quasi Delta 6, Delta 7, Delta 10, Delta 8, Delta 9 mit erfasst, die halt entsprechend auch, also die und ihre Stereoisomere, das ist quasi der Spiegelbild von denen.
Genau, auch hier haben wir den Fachbereich Medizinalcannabis wieder. Das Besondere beim medizinischen Cannabis ist, wir haben die Cannabis-Agentur hier in Deutschland. Die machen alles, was mit Anbau von medizinischem Cannabis zu tun hat. Die haben nichts mit den Anbauclubs zu tun. Die haben bis jetzt auch nichts mit irgendwelchen wissenschaftlichen Anbaumöglichkeiten zu tun. Das ist woanders aufgehangen. Und auch hier diese Erlaubnis der Bundesopiumstelle vom BfRAM, die gibt einem quasi die Möglichkeit, dann Handel zu treiben. Also man muss da genau unterscheiden. Das sind zwei verschiedene. Ihr seht hier die UN Single Convention eigentlich, ja. Und zwar, es geht um Folgendes bei dem Thema. Es gibt halt internationale Drogenkontrollabkommen, da machen eigentlich fast alle Länder dieser Welt mit, ganz wenige nicht. Die Single Convention von 61, die sagt uns, was ist eine Droge und was ist keine Droge. Keine Droge sind zum Beispiel Samen, Blätter, Fasern. Also das ist eigentlich relativ frei in jeglicher Hinsicht, ja. Samen habe ich nein hingeschrieben, weil sobald ihr den in die Erde steckt, und die macht eine THC-Pflanze, ist es natürlich wieder eine Droge. Ja, das war ja auch hier lange die Zeit, bis wir jetzt halt die neuen Regelungen hatten. Wenn ich, sobald ich einen Samen hatte und sie waren in 5 Einzelabpackungen, ich habe den in die Erde gesteckt, war ich quasi ein Drogengebraucher. Blätter hat sich auch was getan für uns hier in Europa. Ja, Entschuldigung, technischer Fehler. Ich versuche es euch kurz so zu erklären. Ich muss mir nur kurz die Folien vorholen. Weiter geht's. Also industriell. Wir haben hier verschiedene Unterscheidungen in der Single Convention, was man eigentlich sein darf. Ja? Entweder man ist Nutzhanf, aber Nutzhanf sind eigentlich nur diese drei Dinge hier. Blüten und hier unten steht eigentlich noch Extrakt oder Resin, ja, das Harz, sind nach der Single Convention auch als Industriehanf noch Drogen. Das ist total bescheuert und das muss sich unbedingt ändern, hat sich leider aber nicht geändert in 2019. Wir haben hier auch das Gebiet wissenschaftliche Forschung. Mit Samen haben wir keine Einschränkungen, mit Blättern und mit Fasern auch nicht. Wir haben mit Blüten und mit Fruchtständen dürfen wir mit Resin dürfen wir auch wissenschaftlich forschen. Wir haben Medizin, Cannabis als Medizin. Auch hier ist es so, das ist möglich laut der Single Convention. Wir haben bei Blättern aktuell keine Relevanz, bei Fasern auch nicht. Ja, und, aber natürlich auch für die Blüten ist eine Relevanz da. Bei CBD gibt es keine Einschränkung als Isolat. Und die Harze gibt es auch als medizinisch verfügbar, haben wir ja auch hier in Deutschland in der Apotheke. Ansonsten haben wir noch den Drogengebrauch. Hier ist eigentlich alles verboten. Ja, und wir dürfen das nicht. Witzig ist, dass innerhalb dieser ganzen Regelung gibt es keine Einschränkung, was THC angeht. Also es ist nicht so, dass es irgendwo steht, 0,3% ist Nutzhanf und alles, was drüber ist, ist Cannabis, sondern es ist einfach so, es wird halt wirklich an diesen Sachen hier festgemacht. Samen, Blätter, Fasern, industriell, alles andere noch nicht. Was auch witzig ist, das Ganze zielt ab auf die Förderung der Gesundheit und auf das Wohlergehen der Menschen. Ja, wenn man sich mal anschaut, was für eine Schäden auch für die Gesundheit der Drogenprohibition hat, ist das eigentlich nicht im Sinne einer sinnvollen Politik. Und auch wenn man sich berücksichtigt, dass Cannabis ja auch Eigenschaften hat, die halt gut sind für die Gesundheit oder die vielleicht machen, dass man nicht so schnell krank wird, wie zum Beispiel, wenn man CBD gegen Stress nimmt und man ist halt nicht so schnell gestresst und kann halt besser Stress aushalten. Was auch spannend ist, ist halt der Fokus auf medizinischen Einsatz und Drogenabhängigkeit. Also das ist immer das, was wir hier uns angeguckt haben, auch in den wenigen Sachen, die halt stattgefunden haben rund um Cannabis Research wirklich. Und es ist erst seit den letzten Jahren, dass wieder mehr in anderen Themen auch stattfindet, war halt, wie schädlich ist Cannabis. So, wir haben hier in Deutschland verschiedene Sachen schon abgelehnt gehabt. Wir haben hier schon ganz viele verschiedene Modellprojekte gehabt. Wir hatten zum Beispiel in Friedrichshain 2013, Bremen 2015, Hamburg-Altona 2016. Witzig auch ist die Forschungsinitiative Cannabiskonsum, kurz FIC, 2016 hier aus Berlin und auch mit Unterstützung von Heino Stöver von Akzept e.V. Ansonsten hatten wir noch in Berlin Mitte 2017 einen Anlauf, in Münster 2018, in Berlin 2018, in Berlin 2021, da läuft gerade aktuell noch immer eine Klage und in München 2021. Alle diese ganzen Geschichten wurden einfach abgelehnt. Warum wurden die abgelehnt? Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sicherheitsbedenken, Gesundheitsschutz der Teilnehmer, nicht, dass die da von dem Kiffen noch zu Schaden tragen. Und auch oft das war der Vorwurf, die fehlende wissenschaftliche Grundlage, also dass man das auch gar nicht in diesem Modellprojekt, so wie das jetzt dargestellt ist, bewerten kann. Witzig ist, dass eigentlich jetzt zwei Punkte davon weggefallen sind. Cannabis ist kein Betäubungsmittel mehr und es gibt auch Leute quasi, die das ja eh machen,
Ja, also die gefährden ihre Gesundheit so oder so. Und dann kann man das ja mit denen auch mal vielleicht machen. So, dann kommen wir jetzt hier zu Säule 2. Was ist die Säule 2? Die ist ein regionales Modellvorhaben. Und ganz wichtig hier ist es mit den kommerziellen Lieferketten. Ja, das heißt, es ist ein wissenschaftliches Projekt. Es ist konzipiert, regional, zeitlich begrenzt, immer kommerziell. Denn der Fokus ist Unternehmen. Wird die Produktion, der Vertrieb, Abgabe in Fachgeschäften von Genuss-Cannabis an Deutschland in einem lizenzierten, staatlich kontrollierten Rahmen ermöglicht. Das soll einfach testen, wie wirken sich kommerzielle Lieferketten auf den Gesundheits- und Jugendschutz an. Das ist eine Thematik, die stellen sich viele Länder, aber die gehen damit teilweise unterschiedlich um. Aber das ist allgemeine Tendenz, dass man langsamer versteht, dass man halt illegale Märkte auch mit legalen Cannabis-Märkten ersetzen kann und man nicht nur mit Prohibition draufhauen muss. Die Rahmenbedingungen hier sind abgerichtet auf maximal 5 Jahre, also kann auch kürzer sein, aber 5 Jahre, räumliche Begrenzung auf Abgabestellen, es müssen erwachsene Einwohner sein, es in mehreren Bundesländern, wie die halt Lust haben mitzumachen, Edibles will man schauen, Modell wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert und veröffentlicht. Man hat 25 Städte und Regionen, haben hier bereits, also plus, haben bereits Interesse geäußert, also das Interesse ist da. Witzig ist auch hier, das ist ungefähr vergleichbar mit dem, was in der Schweiz passiert. In der Schweiz ist es nur noch mal ein bisschen anders. Die haben das nämlich schlau gemacht. Die haben einfach einen Forschungsparagraf zu ihrem Betäubungsmittelgesetz hinzugefügt. Das könnten wir ja auch machen, hätten wir innerhalb von 100 Tagen realisieren können. Nachdem die Koalition quasi das Commitment gemacht hat, haben wir nicht gemacht. Chance verpasst. Ansonsten war hier die Motivation auch, die haben sich in Zürich und in der Schweiz gibt es viel mehr Drug-Checking, haben die sich Sachen angeschaut, haben Analysen gemacht und haben festgestellt, scheiße, 75% von dem Cannabis hier ist total verunreinigt mit irgendwelchen krassen chemischen Sachen und das ist voll gefährlich. Und dann haben sie halt festgelegt, okay, wir wollen das ändern und haben gesagt, okay, wir machen eine strikte Kontrolle. Swissmedic, das ist quasi das, was Bundesgesundheitsministerium der Schweiz, die haben zusammen die Regeln gemacht, aber auch in Rücksprache und Abstimmung auch mit der Industrie, weil die wollten ja auch, dass man das umsetzen kann. Es gibt unterschiedliche Forschungsfragen. Alles geht um die kontrollierte Abgabe von Cannabis in einzelnen Städten und Kantonen. Das ist auch alles teilweise ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was die halt abgemacht haben zwischen der Firma, der Drogenhilfe und der Forschung und dann eingereicht haben mit ihrem Forschungsantrag. Es gibt auch einige Einschränkungen. Also ich als Deutsche könnte da jetzt nicht mitmachen. Man muss 18 plus sein, man darf nicht schwanger sein. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Bist du dick oder schwanger? Also wie fragt man sowas? Vielleicht kann Adele uns das dann sagen. Und auch, es gibt eine Deckelung von THC-Potenzen, es gibt eine Deckelung von Mengen, Teilnehmerzahlen, Herkunft, Track-and-Trace-Vorgaben, es muss Swiss Organic sein, das ist quasi Schweizer Bio und so weiter und so fort. Interessant ist auch, es geht auch oft darum, wie abhängig bist du eigentlich? Ja, also es ist einfach so, es wird pauschal davon ausgegangen, so, du bist abhängig, aber jetzt wollen wir mal gucken, wie abhängig du bist. Es geht auch darum, vielleicht zu beweisen, dass Cannabis schlecht ist, ich weiß es nicht. Wird man sehen. Also die Schweizer, mit denen ich gesprochen habe, die haben da ihre Zweifel, dass es nicht auch solche Projekte gibt. Was ist gut? Der politische Wille ist im Gegensatz zu uns da und man setzt sich auch mit dem Thema ergebnisoffen um. Das schaut, man schaut sich Daten an, man probiert, man misst. So eine Dinge. Die zwei letzten Modelle, die ich euch vorgestellt habe, das sind beides ganz klare Rahmen, in denen wir uns bewegen. Es sind ganz klare Vorgabe, kommerzielle Abgabe, bei uns ein bisschen offener als in der Schweiz, aktuell angekündigt. Bei uns gibt es noch gar nichts. Ja? Wir haben aktuell nur Säule 1. Da geht es darum, auch da ist wissenschaftlicher Zweck und auch der medizinisch-wissenschaftliche Zweck definiert. Ja? Nämlich in § 2 Absatz 4 KanGe, wer Cannabis zu wissenschaftlichen Zwecken besitzt, anbaut, herstellt, einführt und so weiter und so fort, der braucht eine Erlaubnis. Und die Erlaubnis gibt es auch nur in Ausnahmefällen und nur an Personen, die das 18. Lebensjahr auch erteilt, also quasi vollendet haben. Es ist auch quasi da drin der Paragraph 4, ja, und der sagt dann aber wiederum, vom Verbot nach Absatz 1 ausgenommen sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, oder für, also quasi für Erwachsene ist erlaubt, der Umgang mit Cannabis zu medizinischen Zwecken nach Absatz 4, ja, also den wir gerade hier hatten. Na? Das könnten vielleicht Probanden sein. Das muss man mal ausstreiten. Es gibt aber auch die Strafvorschriften,
es wird bestraft, wer ohne Erlaubnis nach Paragraph 2, Paragraph 4 Absatz bla bla, ja, dann halt, also es gibt auch böse, darfst du nicht machen. Es gibt auch, wie gesagt, diesen Kontrast hier zu dem medizinisch-wissenschaftlichen und zu dem normalen. Genau. Hier ist vielleicht auch wichtig, nochmal auf die Tätigkeiten hinzuweisen. Ja, also es geht wirklich um Herstellen, Einführen, Ausführen, Erwerben, Entgegennehmen, Abgeben. Also man hat irgendein Produkt, was man irgendwo von A nach B schiebt. Ja? Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, dass eben nicht mehr das BfRAM, die gerade, also die waren, die diese ganzen Modellprojekte, die ich euch gerade aufgelistet habe, da war die Stelle, die immer gesagt haben, so, nein. Jetzt hat sich diese Behörde geändert. Und wir sind jetzt beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit diesen ganzen Themen, die nicht medizinisch sind. Und das ist eine wahnsinnige Chance, ja, weil die sind dann auch verantwortlich für diese Erteilung der Erlaubnisse nach Satz 1 und Überwachung. Und die sind einfach die dürfen auch die zuständige Behörde festlegen. Und die haben sich selbst festgelegt, nämlich die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Also quasi, ist eine Einheit von denen. Und das ist passiert vor kurzem durch das sogenannte Konsum-Cannabis-Wissenschaftszuständigkeitsverordnung. Ja, das ist immer wilde Namen. Wir haben dazu auch ein Kurzgutachten vorliegen von der Anwaltskanzlei vom Branchenverband. Das ist aktuell nur bei uns im Vorstand, wird hoffentlich auch weitergeteilt zeitnah. Das geht davon aus, dass mit diesen Gesetzen, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe, durchaus schon ein Säule-2-Projekt auch möglich sein könnte. Könnte. Ja, auch nochmal Hinweis, keine Rechtsberatung. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Es sind aber noch viel mehr, in dem Fall Anwalt, nicht Arzt oder Apotheker, aber hier sind super viele Forschungsfelder, die auch ganz unabhängig davon jetzt schon gehen. Man kann auch jetzt schon Arzneimittelforschung machen, man kann jetzt schon an Pflanzen forschen, man kann jetzt schon an der Toxizität von gewissen Sachen forschen, man kann jetzt schon mal weiter, wo viel zu wenig passiert, auch solche Dinge machen wie Materialforschung, Autoverschalungen, Plastikalternativen, all so ein Zeug, das geht jetzt endlich überhaupt mal erst. Auch hier Agrar- und Umwelttechnik, das ganze Potenzial, was da drin ist, ist alles noch nicht rausgehoben. Oder auch Recht und Forensik, da sind so viele Dinge und Themen, die wir noch nicht gemacht haben. Hier Ernährung und Essbares, Drogen und Sucht, aber auch verschiedenste Sozialwissenschaften und auch eben diese Salutogenese heißt quasi, Gesundheit ist mehr als Krankheit, ja, werd nicht erst krank. Und auch die positiven Effekte von Cannabis, ich habe euch ja gesagt vorhin, wir haben nur die negativen Sachen uns angeschaut. Und wir sind auch hier beim Thema Verbraucherschutz, wie kauft jemand Cannabis, wie viel kifft man so, welche Sorten mag man, all so eine Sachen, das ist alles noch komplett irgendwo versteckt. Und auch hier diese ganzen Geschichten, wie viele Arbeitsplätze haben wir nachher in Deutschland und welche Arbeitsplätze schaffen wir auch durch die Wirtschaft, die wir hier machen, in irgendwelchen Entwicklungsländern, in irgendwelchen, was weiß ich, das ist ein Wahnsinnsding, was da aufgeht, das darf man nicht vergessen und das wird total unterschätzt und gerade die CDU-Politiker, die immer so einen auf Wirtschafts-, was weiß ich was machen, ja, die sollten das eigentlich mal checken, das ist echt krass. Zeit für Klarstellung. Es besteht Nachbesserungs- und Konkretisierungsbedarf. Man könnte eigentlich relativ einfach eine Verordnung machen oder man könnte auch sagen, wir machen eine Dienstanweisung. Da steht dann halt drin, eine Ausnahme im Sinne von bla 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 liegt vor, wenn man das so macht. Das wäre vielleicht eine ganz sinnvolle Maßnahme, weil ihr seht es jetzt ja gerade auch schon wieder bei den Anbauclubs. Da macht jeder sein eigenes Süppchen. Und durch solche Maßnahmen, indem man halt eine zentrale Vorgabe macht, die von oben kommt, ja, dann macht man, dass einzelne Bundesländer, ich nenne jetzt keine Namen, nicht dazwischen funken können. Es läuft auch gerade der EMC DDA, das ist die European Monitoring and Control Stelle quasi, da läuft gerade die European Drug Survey, da kann jeder von euch mitmachen. Ja, da kann jeder dazu beitragen, dass man halt besser verstehen kann, wie wir uns auch quasi mit der Droge im Kontext verhalten. Das ist User-Reported Feedback, das ist super wertvoll, das ist nicht medizinisch, das ist auch wissenschaftlich. Oder auch hier Citizen Science, das sind quasi Forschung von Menschen für Menschen. Ja, da kommen Leute zusammen, alle möglichen Wissenschaftler, Bürger, Menschenrechtsaktivisten und die machen zusammen Citizen Science. Wir haben selber so ein Projekt am Laufen, das heißt Indica, da geht es aber um Erfahrungsmedizin von Patienten. Auch solche Dinge wie Expertengremien. Wir haben hier in Deutschland haben wir zum Beispiel einen Digitalrat. Warum haben wir noch lange keinen Cannabisrat? Ja, was ist mit Vergleichsdaten? Wie sollen wir messen, ob das erfolgreich war, wenn wir keinerlei Vergleichsdaten haben?
es wird ja auch nicht richtig gemonitort, was passiert in den unregulierten Märkten, die ich vorhin gerade gesagt habe, wie halt diese neuen Substanzen, die raufkommen, oder auch eben in illegalen Märkten. Da müsste man viel mehr messen, schauen, interagieren, um wirklich den Erfolg zu messen. Oder auch in Deutschland Drug-Checking. Das ganze Budget, was wir haben hier in Berlin, ist schon weg. Ja, wie wäre es mal mit einer bundesweiten Initiative? Und vielleicht auch nicht nur für Cannabis, ja. Das Ganze ist immer auch eine Kombination aus öffentlichen und privaten Mitteln. Also das heißt, die öffentliche Hand, Bundeswirtschaftsministerium, Bundesgesundheitsministerium stellt ein paar Mittel zur Verfügung. Und ich sag mal, Firmen, die es sich halt leisten können oder die bereit sind, die Investitionen zu leisten, halt auch private Mittel. Ich habe das hier genannt, Zeit für deutsche Jugend. Ihr seht hier noch einen kleinen Babyschäferhund. Ja, der ist noch klein. Wir sind aber ein Industrieland und wir haben eine lange wirtschaftsbezogene Geschichte und Tradition. Man kann Forschungsfragen ohne Abgabe oder ohne Handel machen, auf allen möglichen Fragestellungen. Man kann auch jetzt schon in dem Rahmen, der halt geht, Forschung machen. Man kann auch vielleicht was machen, wo man nicht unbedingt eine Erlaubnis braucht. Also sagen wir, es gibt 100 Clubs und die haben Bock, an einem Forschungsprojekt mitzumachen, um zu schauen, wie verhalten sich denn für je 500 Mitglieder, dann habe ich 50.000 Mitglieder. Ja, das ist schon repräsentativ. Oder 5.000, ich habe auf jeden Fall eine repräsentative Menge, dass ich halt eine validere Aussage sagen kann. Genau, aber man kann auch mit Patienten was machen oder eben die allgemeine Bevölkerung, Marktforschung, demografische Umfragen und. Für solche Sachen kann man machen, braucht man nicht, hilft uns, das ganze Thema besser zu verstehen, braucht man keine Erlaubnis, geht auch alles jetzt schon. Es gibt auch schon ganz viele Hochschulen, die sich schon lange mit dem Thema auseinandersetzen. Zum Beispiel das CannabisNet von der Uni Hohenheim. Das ist auch ein Prestigeprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums. Die sind nämlich dem Thema offen gegenüber, im Gegensatz zum Bundesgesundheitsministerium. Aber wir sind halt wirklich auch gefragt, die Mittel bereitzustellen. Also für euch bedeutet das, macht es einfach mal. Macht eine Forschungsanfrage, sprecht Forschungseinrichtungen aus, reicht einen Antrag ein, schaut, was die sagen und ob es geht. So, keine Zeit für German Angst. Wenn man mit dem internationalen Ausland redet, merkt man schon, wie stark die German Angst immer noch ist überall. Ja, die deutsche Angst. Deutschland hat nämlich gar nicht legalisiert. Und auch in der aktuellen Gesetzeslage werden die eigentlichen Ziele der Neuregulierung überhaupt nicht erreicht. Ja, weil wir haben keinen Gesundheitsschutz, wir haben keinen Verbraucherschutz richtig. Wir können den Schwarzmarkt nicht richtig zurückdrängen, wir haben auch keine Evaluation. Ja, die Entkriminalisierung ist gut, aber wir haben keine reellen legalen Alternativen für den Erwerb von Cannabis, außer durch die eigene Legalisierung als Pseudopatient. Und das ist auch so eine Geschichte, dass hier den Patienten immer vorgeworfen wird, dass sie Pseudopatienten sind. Das steht mir echt hier, ja. Ansonsten geht es halt die Anbauvereinigung ab dem 1.7.24, aber es gibt kein Social. Und wir haben halt natürlich Hürden beim Eigenanbau, weil nicht jeder kann growen oder nicht jeder ist halt einfach da, vielleicht in seiner Wohnung growen oder sonst irgendwie was. Also von daher ist es halt so, alle Leute, die nicht Patient sein wollen oder können oder die in einer Anbauvereinigung sind oder die Eigenanbau machen, die haben keine andere Alternative, als sich aus dem Schwarzmarkt zu versorgen. Daher auch die Aufforderung, der Fachpolitiker, ja, die gab es ja gestern Abend, dass wir eben Anträge stellen sollen. Und das Problem hier ist nur halt, dass wir ziemliche Spaltung innerhalb der Koalitionäre schon haben. Wir haben einen nicht faktenbasierten Gegenwind von diversesten Stellen. Dieser Suchtarzt sagt wieder das, dieser Ding sagt wieder das. Immer die ganze Zeit so eine total veralteten, nicht datengetriebenen Aussagen, wo man einfach mal vielleicht schauen sollte, haben wir überhaupt die Daten, um überhaupt eine Aussage zu treffen? Und außerdem haben wir auch eine fehlende Krankheitseinsicht, das Gesundheitsministerium hinsichtlich eines Krankensystems, weil das ist nicht gesund, was hier gerade los ist. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wir die Bevölkerung nicht schützen können. Ja, von daher wollte ich euch auch mit auffordern, let's unlock the full potential of hemp and cannabis. Das ist mein Claim, den habe ich mir 2017 ausgedacht. Und ein Potenzial ist was da, das ist wie so eine kleine Blase, wie so eine Seifenblase in der Luft. Ja? Und entweder macht man das und man hat danach eine Glaskugel in der Hand oder man die zerploppt und die ist dann wieder weg. Ja? Und wir müssen halt schauen, weil eigentlich diese ganzen Dinge, die wir gerade besprochen haben und auch das, was eigentlich eine Cannabis-Regulierung machen soll, ja, das bedeutet Lebensqualität, das bedeutet, dass die einzelne Gesellschaft nicht mehr so stigmatisiert werden, dass jeder davon profitiert. Ja, im eigenen, ich bin nicht mehr kriminalisiert, als auch die Gesellschaft, die halt dadurch dann andere Gesundheitskosten hat oder. Also das muss man halt auch mal alles messen, das haben wir alles nicht. Wir haben dadurch viel Einkommen, wir haben neue Arbeitsplätze, wir haben auch soziale Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit mehr. In Amerika ist es viel, dass halt alle möglichen Leute damit involviert sind, die halt auch quasi durch den Drogenkrieg extrem benachteiligt waren. Und wir haben halt auch eben dieses Thema körperliche und geistige Gesundheit, das halt auch viel zu kurz kommt. Und auch dieses Thema Erholung und soziale Zusammengehörigkeit, also eben zusammenzukommen, to join for a joint. Ja, das sind ganz wichtige Faktoren, auch Sicherheit im Sinne von, wir haben sichere Produkte und kognitive Freiheit, also Freiheit unser Selbst, aber auch unseres Geistes und vor allem auch für die lange Jahre halt stigmatisiert waren und die strafverfolgt waren. Ja, damit möchte ich auch abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind nachher noch auch für Fragen da. Von daher würde ich jetzt übergeben an Adele. Cool, schön, dass es jetzt alles funktioniert und danke Lisa für deine coole Einführung ins Thema Pilotversuche und ich werde jetzt mal einen kleinen Fieldtrip mit euch machen in die Schweiz, wo so ein Pilotversuch schon steht von uns und der heißt Grasshouse Project und ist von der Sanity Group organisiert mit unserer wissenschaftlichen Institution zusammen und ja, gehen wir einmal ran. Also. Erstmal zu mir. Ich bin Adele Hollmann und ja, ich habe Agrar- und Gärtnerwissenschaften studiert mit Fokus auf Cannabis seit 2016 und war auch schon jetzt länger in der Branche aktiv und habe währenddessen auch mehrere Schulungen gemacht, zum Beispiel eine Cannabis-Sommelier-Schulung vor 2 Jahren oder ja, Cancel, also wie man verantwortungsvoll Cannabis verkauft und auch viele Quality-Schulungen. Und deshalb habe ich jetzt innerhalb des Pilotversuchs zum Beispiel Fachpersonal mit ausgebildet ja, und die ja, Qualitätsmanagement gemacht, die ganze Studie mit aufgebaut, Antrag geschrieben und ja, bin halt sozusagen der wissenschaftliche Co-Part zu unserer wissenschaftlichen Institution dort und ja, komme eigentlich von der Sanity Group und mache dort Business Development, Quality und Education, also etwas breiterer Bereich und bin halt für den Adult Use Bereich zuständig, also für den Legalisierungspart und dort machen wir eben Grasshouse Projects jetzt als Projekt und das ist so unsere Brand, die sich mit Pilotversuchen auseinandersetzt. Und ja, kurz Hintergrund in der Schweiz als ja, kleines Add-on zu Lisas guten Intro. Was da eigentlich jetzt getestet werden soll seit 2021 ist, dass die verschiedenen Formen der Abgabe, also Cannabis-Verkaufsstelle, Apotheke oder Cannabis-Social-Clubs gegeneinander getestet werden und dann halt die Fragen im Zusammenhang mit der Legalisierung geklärt werden sollen. Und es wird halt evaluiert am Ende der Studienlaufzeit, welche Konzepte die Konsumenten, die öffentliche Gesundheit und die Jugend am besten schützen, sowie eine Alternative zum illegalen Markt bieten können. Weil eigentlich will halt die Schweiz legalisieren, hat aber jetzt erstmal diese Pilotphase vorgestellt, um zu evaluieren, welches Modell am besten funktioniert. Weil es gibt ja verschiedene Modelle der Abgabe auf der Welt, die wir schon so sehen. Und ja, deshalb brauchen wir halt eben Daten dafür, um ja, regulatorische Entscheidungen treffen zu können. Oder die Regierung braucht das. Und derzeit gibt es 7 bewilligte Pilotversuche in der Schweiz, in verschiedenen Kantonen. Und eins davon ist Grasshouse Project, also wir. Und gehen wir kurz weiter. Und jetzt gehe ich einmal einfach ganz rein in unseren Pilotversuch und beschreibe euch, was wir dort genau machen und warum wir das tun. Also erstmal die Organisatoren. Sanity Group, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wir sind aus Berlin, ein Startup, sind seit 2018 im Medizinalcannabis- und CBD-Markt aktiv und sind auch ein forschendes Unternehmen im Cannabis-Bereich und als einziges deutsches Unternehmen an den Schweizer Pilotversuchen beteiligt. Und ja, was wir dort machen, ist Projektmanagement, die Organisation der Verkaufsstelle und die Studienfinanzierung. Und wir haben halt eben auch diesen Pilotversuch initiiert, also sind auf die wissenschaftliche Leitung zugetreten und haben eben unser Konzept vorgestellt, was wir uns vorstellen und so halt die Kooperation eingegangen. Und unsere wissenschaftliche Leitung ist ja geleitet durch Professor Dr. Schaub und er macht auch eine unabhängige Forschung. Also es ist halt komplett getrennt, das was wir machen, zur Studie. Und er sammelt alle Daten und wertet alles aus und das ist alles unabhängig. Und er ist der wissenschaftliche Direktor des Schweizer Instituts für Sucht- und Gesundheitsforschung, also kurz ISGF. Und das ISGF ist ein Institut der Universität Zürich und ein führendes Forschungsinstitut in Prävention und Substanzkonsumstörungen.
Also ist halt auch sehr bekannt in dem Bereich. Und wen wir sonst noch dabei haben, ist den Dr. Stark, der ist nämlich unser Studienarzt, weil wir müssen eine medizinische Studienbegleitung sicherstellen. Also falls medizinische Probleme auftreten sollten, dass die Teilnehmenden Hilfe bekommen. Und er ist auch der Chefarzt im Schwerpunkt für Abhängigkeitserkrankungen in der Psychiatrie Basel-Landschaft. Und wir können halt dann mit der Psychiatrie zusammenarbeiten, falls kritische Fälle eben auftreten sollten. Und er ist Teil des Hilfesystems, zusammen mit einer Pflegefachperson. Also das ist so wie ein Krankenpfleger in der Schweiz und der ist noch dem Studienarzt vorgestellt. Also für alle kleineren Gesundheitsanfragen ist halt der Krankenpfleger erstmal zuständig und sollten dann kritische Probleme auftreten, ist der Studienarzt für die Person da. Und ja, die Studienteilnehmer erhalten somit also ein Angebot einer psychiatrischen und suchttherapeutischen Behandlung, wenn sie es möchten oder brauchen. Und so, kommen wir mal zu unserem Forschungskonzept. Also was planen wir da eigentlich, welche Daten wir erheben wollen? Wir haben drei verschiedene Objectives. Als erstes wollen wir die Möglichkeiten zur Schadensminderung durch eine fachliche Beratung innerhalb eines legalen Verkaufssettings untersuchen. Also wir haben eben diese legale Verkaufsstelle und wir haben ausgebildetes Fachpersonal und wir schauen dann einfach, wie die Auswirkungen von diesem legalen Setting auf die Konsumenten sind. Außerdem beobachten wir das Konsumverhalten und die Einflüsse der körperlichen und mentalen Gesundheit der Teilnehmenden. Also wir schauen halt über den Laufe der Studienperiode, wie sich das Konsumverhalten geändert hat, weil wir eben die ganzen Konsumdaten tracken können durch die Software Cannavigia, die wir nutzen und dann halt schauen, ob sich da was hin zu weniger THC-Content oder mehr oralen Produkten halt hinbewegt hat durch gute Aufklärung zur Schadensminderung. Und als drittes analysieren wir noch die gesellschaftlichen Auswirkungen, insbesondere auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Und das passiert, indem wir Fokusgruppen haben. Also wir treffen uns alle 6 Monate mit der Polizei zum Beispiel und fragen einfach in einer qualitativen Umfrage, wie sich deren Arbeit verändert hat, indem die Personen legal kaufen in deren Kanton. Und unser Studiendesign ist eine Beobachtungsstudie mit naturalistischem Verkaufssetting. Und das heißt einfach nur, dass wir beobachten, was passiert über die nächsten 5 Jahre. Und wir haben keine Kontrollgruppen. Also es ist ein sehr offenes Setting. Und wir haben ein naturalistisches Verkaufssetting, weil wir eben so eine Verkaufsstelle wie eine Dispensary haben in Nordamerika und einfach schauen, was in diesem naturalistischen Setting so passiert. Und wir sind im Kanton Basel-Landschaft, also es ist eben auch begrenzt auf diesen Kanton. Und wir können maximal 4.000 Probandinnen einbeziehen über die nächsten 5 Jahre. Und wir versenden Fragebögen oder das ISGF zum Wohlbefinden und Konsumverhalten alle 3 bis 6 Monate. Und so werden die Daten erhoben. Und wir haben ein paar Ein- und Ausschlusskriterien, wer so mitmachen darf, weil es ja immer noch eine Studie ist. Und Einschlusskriterien, und also einerseits von uns festgelegt, andererseits vom BAG, also von der Autorität dort in der Schweiz, Bundesanstalt für Gesundheit. Und die haben halt mit dem Gesetzesentwurf, also dem BETMPV-Gesetz, haben sie schon die Guidelines, also die Regeln festgelegt, unter welchen Bedingungen Pilotversuche stattfinden können in der Schweiz. Also sozusagen die Spielregeln. Und wir müssen uns daran halten und haben halt innerhalb dieser Spielregeln einen Versuch aufgebaut. Und da ist halt definiert, dass die Leute volljährig sein müssen, also ab 18. Wir haben aber eben auch die Grenze ab bis zu 65 Jahre, damit wir halt eine gesunde Population von Cannabiskonsumentinnen haben, die man halt dann untersuchen kann, weil mit zunehmendem Alter möglicherweise auch andere medizinische Probleme dazukommen. Und wir haben ja rein Genuss-Cannabis, also es geht nur um den Freizeitkonsum. Und die Leute müssen in Basel-Landschaft wohnen, sie müssen bereits regelmäßig Cannabis konsumieren und das müssen wir auch mit einem Cannabis-Schnelltest untersuchen bei der Eignungsbefragung. Und sie müssen Deutsch-Grundkenntnisse haben und mit der Studie Einverständnis. Ja, das Ding ist halt, also komme ich gleich zu wegen Tests, also Ausschlusskriterien, noch von der Pflegefachperson eingeschätzte kritische Probleme, also kritische psychische Probleme, sowas wie Suizidalität oder Psychosen oder Schwangerschaft und Stillen bei Frauen. Und das hattest du ja auch schon erwähnt. Und das wurde uns vorgegeben, also das haben wir uns auch nicht ausgesucht, aber darum müssen wir uns halten, dass wir Cannabis-Tests machen und Schwangerschaftstests bei den Leuten, die teilnehmen wollen. Und bei allen gebärfähigen Frauen, also halt alle, bis 55, danach kann man vielleicht sagen, ich bin nicht mehr gebärfähig, aber es ist halt leider vorgeschrieben, wurde halt jetzt einfach so gemacht. Geht aber auch darum, eben vulnerable Personen zu exkludieren vom Versuch und ja, vielleicht wird in der Zukunft da eine Regularie geändert, aber die waren halt auch sehr vorsichtig jetzt bei den ersten Pilotversuchen.
Und sonst eben schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen nicht sein, Urteilsunfähigkeit oder Einnahme bestimmter Medikamente, weil es da Kontraindikationen geben kann und das muss dann ausgeschlossen werden. Wenn man jetzt Lust hat mitzumachen und man erfüllt alle Einschlusskriterien und keine der Ausschlusskriterien, dann kommt man zu einem Rekrutierungsgespräch mit der Pflegefachperson und muss ungefähr 40 Minuten eben dieses Gespräch führen, diesen Tests machen und Wohnsitzbescheinigung einreichen, also so ein paar Dokumentationssachen. Und dann, wenn das alles positiv war, kriegt man von uns einen Teilnehmerausweis. Und mit diesem Teilnehmerausweis kann man dann Cannabis kaufen. Und Fragebögen sind alle 3 bis 6 Monate. Die müssen die Leute auch ausfüllen und wenn sie die nicht ausfüllen, dann werden sie von der Studie wieder exkludiert. Und das Kontingent ist, dass sie pro Kauf 2 Gramm Gesamt-THC kaufen können. Das wird mit der Cannabigear-Software getrackt. Oder eben 10 Gramm Gesamt-THC innerhalb von einem Monat. Und das ist ungefähr so umgerechnet 60 Gramm Blüten. Also so, es geht halt nur um den Gesamt-THC-Wert, der da drin ist. Und wir haben eben dieses Hilfesystem. Falls jemand Hilfe braucht, bekommt er sie. Und nach 5 Jahren ist eben die Studienlaufzeit zu Ende und wir haben eben das offizielle Ende. Aber die Teilnehmenden können auch jederzeit vorher austreten, wenn sie keine Lust mehr haben oder kein Cannabis mehr konsumieren oder wenn sie psychische Probleme entwickeln sollten und dann auch kein Cannabis vielleicht mehr konsumieren sollten. Aber das ist dann alles in Absprache mit dem Studienarzt und da wird dann eben auch Hilfe geboten für die Leute, die exkludiert werden von uns aufgrund von Dingen. Und hier seht ihr die erste legale Verkaufsstelle Europas. Das ist nämlich unser Fachgeschäft in der Schweiz. Und wir haben ja Thema der Forschung, Schadensminderung durch den legalen Kauf in einem Fachgeschäft. Also das ist so unsere große These, ob wir das hinbekommen. Und diese Verkaufsstelle dient halt als Ort der Information und Aufklärung, weil wir haben das geschulte Fachpersonal, wir haben Infomaterialien innerhalb der Verkaufsstelle, wir haben auch Workshops, also ich fahre da alle 2 Monate hin und gebe zum Safer Use Konsumkompetenz oder Qualität von Cannabis oder von Botanik einfach so Workshops, um auch Education innerhalb der Teilnehmenden also freiwillig anzubieten. Die müssen da nicht hinkommen, aber wenn sie Lust drauf haben, dann gibt es halt zusätzliche Bildungsangebote. Und wir wollen auch Community schaffen, weil das ist halt voll wichtig, finden wir. Wir können zwar nicht konsumieren bei uns in der Verkaufsstelle, aber wir können Community schaffen. Also wir führen die Leute aus Basel-Land zusammen. Es haben sich schon echt viele Leute jetzt kennengelernt durch uns, finden es auch super cool. Und wir machen nicht nur diese Education-Angebote, sondern auch sowas wie eine Game Night oder Movie Night oder also ein bisschen Community-Gefühl dort zu schaffen. Und wir haben zielgerichtete Produkt- und Gesundheitsberatung von diesem speziell ausgebildeten Fachpersonal. Also man kann halt mit allen seinen Fragen zum Fachpersonal kommen, kriegt Produktberatung und wenn es mehr in die kritische Gesundheitsberatung gehen sollte, dann eben mit der Pflegefachperson. Und wir haben auch ein Qualitätsmanagementsystem, Schulungssystem und Präventionskonzept. Also alle Dokumente, die wir aufgestellt haben am Anfang, um sicherzustellen, dass alles so abläuft, wie wir uns das vorstellen. Und wir kontrollieren das eben auch. Und Workshops habe ich schon gesagt und sonst eben alles getrackt durch Cannavigear. Das ist eine Software, die extra für die Pilotversuche vom BAG finanziert wurde oder in Auftrag gegeben wurde. Und die können von dem Anbau, der in der Schweiz stattfinden muss, bis zum Senden, bis bei uns in der Verkaufsstelle, bis zum Verkauf, alles tracken. Und das ist halt wichtig, damit wir wissen, einerseits die Qualität wurde eingehalten innerhalb der gesamten Lieferkette, aber wir wollen ja auch wissen, wie viel wir verkauft haben pro Teilnehmer, damit wir die Daten erheben können. Das Wichtige dabei ist aber, dass wir keinen Namen der Teilnehmenden bei uns in der Verkaufsstelle speichern, sondern wenn du einen Teilnehmerausweis von uns bekommst, kriegst du eine pseudonymisierte Teilnehmer-ID und darauf werden alle Daten gespeichert. Und die lässt keine Rückschlüsse auf die einzelnen Personen zu. Also deine Nummer wäre dann NX345 oder sowas und da kann halt dieser Datensatz ist für niemanden mehr entschlüsselbar und das ist halt wichtig, damit wir die Privatsphäre der Teilnehmenden schützen. Und ja, that's it. Und ja, hier seht ihr auch unsere Produkte noch. Also wir haben halt viele Warnungen drauf, so ähnlich wie beim Tabak und halt die Grammanzahl, wie viel THC da drin ist und Piktogramme auf der Rückseite. Und wir haben ungefähr 2 Jahre gebraucht, um genehmigt zu werden, weil es halt so viele Hin- und Her-Gespräche mit dem BAG gab, weil es halt sehr hohe Anforderungen gibt. Und die haben wir halt jetzt alle erfüllt und können halt dieses Konzept jetzt eben auch mit euch teilen, weil das ist jetzt schon mal so der... Also das wurde jetzt schon einmal approved und das ist etwas, was das BAG sozusagen gut findet und wir waren auch im guten Austausch mit denen und das könnte dann sozusagen als positives Beispiel auch für Deutschland gelten. Und unsere Produkte sind auch ein Teil der Schadensminderung.
weil wir halt ein breites Produktangebot haben mit verschiedenen Applikationen und Potenzen. Also hier seht ihr auf der Seite hier, dass wir Blüten haben, gerade 8 verschiedene Sorten, Haschisch in 2 verschiedenen Sorten, Vapes in 2 verschiedenen, orale Extrakte und Edibles. Und die haben halt verschiedene THC-Gehalte, also wir haben Balance-Produkte dabei, wir haben verschiedene Terpengehalte, dass man halt für jeden, also wir versuchen das noch weiter auszubreiten, aber gerade ist erstmal so ein guter Starter, dass wir eine gute Alternative für den illegalen Markt bieten, also für die Teilnehmenden, weil wir müssen sie ja freiwillig überzeugen, zu uns zu wechseln, weil die haben ja alle schon, also sind ja schon bereits Cannabiskonsumenten, die haben ja vielleicht in Supply von den letzten Jahren, aber jetzt müssen wir halt mit positivem Beispiel vorangehen und einfach nur freiwillige Überzeugungsarbeit leisten. Es ist nicht so, ihr müsst jetzt bei uns kaufen, sondern wir müssen halt ein gutes Angebot bieten, damit die Leute Lust haben auf uns. Und wir haben halt hochqualitative Produkte mit Bioqualität, die in der Schweiz von Swiss Extract angebaut werden. Also auch alles am Mutterboden. Wir haben, sie legen sehr viel Wert auf Craft-Produkte, coole Sorten, die wir jetzt am entwickeln mit denen zusammen. Und auch bei den Edibles sind wir weiterhin in der Produktentwicklung und wollen das halt alles so optimal wie möglich gestalten. Und sonst haben wir eine kindersichere Verpackung für jedes Produkt. Wir haben Warnungen und Produktinformationen auf den Verpackungen und eben auch diese Infosheets für jedes Produkt, die halt schon die ersten Informationen liefern, wenn man sich halt einfach informieren möchte in der Verkaufsstelle. Und man kann auch jede Sorte einmal schnuppern und anschauen, damit man sich halt auch mit seiner Nase dafür entscheiden kann, welche Sorte einem vielleicht gut tut. Und wir bieten eben auch Zubehör für schadensmindernden Konsum an, also Vaporisatoren, Aktivkohlefilter, dass wir halt den Leuten schon die Möglichkeit bieten, schadensmindernder zu konsumieren. Und mit diesem Konzept sind wir die erste legale Fachstelle, also Fachgeschäft für Cannabis zu Genusszwecken in der Schweiz und in Europa. Ist natürlich alles innerhalb dieses Pilotsettings und nur die Teilnehmenden können bei uns kaufen, aber trotzdem gab es das vorher noch nicht. Jetzt in dem zweiten Versuch würde auch eine Verkaufsstelle eröffnet werden in Zürich, aber ja, wir waren halt vorher da, deshalb können wir noch sagen, die ersten. Und jetzt gehe ich mal noch weiter. Die ersten Ergebnisse, weil wir haben jetzt nämlich schon eine Zwischenerhebung gemacht und einen Fragebogen, einen Freiwilligen an die Teilnehmenden versendet und da kann ich euch mal kurz Einblicke geben, wie es denn so läuft. Wir haben im Dezember gestartet, also sind jetzt ungefähr 8 Monate dabei, haben über 700 Probanden von 4.000. Das könnte man jetzt am Anfang vielleicht als noch potenziell nach oben betrachten, aber wir haben halt das Glück, dass wir einer der größten Studien sind und wir haben so viel Platz nach oben, dass wir die nächsten 5 Jahre auch noch weiter Platz haben für Leute, die teilnehmen möchten. Und wir haben überwiegend Männer, also 80%, und überwiegend junge Erwachsene von 18 bis 32 Jahren. Und Konsumverhalten ist, dass sie Interesse an verschiedenen Produkten haben, also sind sehr experimentierfreudig, freuen sich auch, dass wir Edibles haben und lassen sich gerne beraten vom Fachpersonal. Trotzdem sind Blütenprodukte immer noch bevorzugt und da kann man einerseits sagen, Connoisseure, die wollen lieber Blüten, alles cool, also ich mag auch gerne Blüten. Wir wollen aber trotzdem auch aufklären darüber, dass wenn die Leute Blüten eben konsumieren, dass sie bitte keinen, also können sie selber entscheiden, aber Tabak und Joints, Verbrennungsprozess, wäre Lungen, also schädigend für die Lunge. Wir wollen sie gerne davon wegbringen zu Vaporisatoren. Interesse steigt an den anderen alternativen Optionen und wir hoffen dann eben positive Effekte zeigen zu können dadurch. Es gab ein paar Hürden, weil wir haben, also Werbung ist verboten und die traditionellen Marketingmaßnahmen sind halt auch sehr eingeschränkt. Deshalb ist es halt einfach erstmal schwer, die Leute davon, denen einfach zu da zu sein und damit sie von uns wissen, weil jetzt gerade in der Schweiz waren auf der Cannatrade zum Beispiel, treffen wir immer wieder auf Leute, die kennen gar keine Pilotversuche, die wissen gar nicht, was seit 3 Jahren da passiert. Oder die halt in Basel Landschaft, die sind halt, also wenn wir nicht Werbung machen können, so wie können die Leute dann eigentlich von uns erfahren? Und wir haben halt jetzt einen Instagram-Channel und versuchen da auch immer mehr Aufklärung zu betreiben und einfach auch durch, die Studie zu bewerben, weil das dürfen wir, dass wir halt einfach sagen, wir sind eine Studie und ihr könnt bei uns teilnehmen, aber keine Produktwerbung oder irgendwas. Und klar, es ist gut, dass es Regularien gibt und das wollen wir auch alles einhalten, das wollen wir gar nicht kritisieren. Es war nur am Anfang jetzt ein bisschen schwer, deshalb direkt mit 4.000 Leuten zu starten, weil die Leute wissen gar nicht, dass sie da sind. Und
ja, sonst Rückmeldungen sind, dass die Teilnehmer sehr doll schätzen, dass sie einen sicheren Zugang zu hochwertigen Produkten bekommen bei uns. Und sie schätzen auch unsere Abgabestellen, also finden es sehr cool, wie wir unser Konzept aufgebaut haben und die Workshops und die Community, die da entstanden ist, schätzen sie sehr. Und die Beratung durch die geschulten Bartender. Also da haben wir auch wirklich als Rückmeldung auch bekommen, ganz ehrlich, dass sie sehr zufrieden sind mit uns. Und deshalb als Schlussfolgerung, dass Fachgeschäfte mit hochwertigen Produkten und einer intensiven Schulung von den Mitarbeitern, also das muss erfüllt sein, zu einer hohen Zufriedenheit und bisher keinen psychischen Zwischenfällen geführt hat. Also wir haben bisher das Hilfesystem noch gar nicht in Anspruch nehmen müssen, weil einfach niemand Probleme hat, was gut ist. Und wir bieten es wirklich offen an, so von wegen, kommt zu uns. So. Auch nicht, wenn ihr Probleme, sondern einfach nur, wenn ihr euch beraten wollt, lassen wollt über Safer Use oder über andere Dinge. Und ja, es ist eigentlich dann positiv zu sehen, weil wir machen auch ein gutes Screening am Anfang, wir klären gut auf innerhalb des Projektes und dass es halt ja bisher keine psychischen Zwischenfälle gab. Finde ich cool. Und jetzt letztes Slide, warum sind Pilotversuche auch in Deutschland wichtig? Also wir haben ja jetzt Erfahrungen gesammelt innerhalb unseres legalen Fachgeschäftemodells und diese unterstreichen die Wirksamkeit, Produktqualität und Vielfalt zu liefern, Verbrauchern eine sichere Alternative zum illegalen Markt zu bieten und den Verbraucher, die öffentliche Jugend und die öffentliche Gesundheit und die Jugend zu schützen. Und die Informationen, die wir dort sammeln, die können halt für die politischen Entscheidungsträger evidenzbasierte Daten sein, mit denen sie Entscheidungen treffen können. Und deshalb ist es gut, jetzt diese Daten zu kreieren, weil eben auch in der Schweiz aktuell an dem neuen Gesetz geschrieben wird für die Legalisierung. Und dort sind schon Fachgeschäfte reingeschrieben. Also es dauert noch ungefähr 2 Jahre, bis es fertig ist. Es ist immer ein sehr langer Prozess. Aber die haben sich schon auf Fachgeschäfte jetzt fokussiert, sodass sie das gut finden und meinen, okay, das kann gut umgesetzt werden. Und deshalb freuen wir uns, dass wir natürlich nicht die Einzigen sind, die das beweisen, aber dass wir halt auch ein Teil davon waren. Und sonst können wir der Branche auch nutzen, indem wir Daten generieren für Marktverständnis, sichere Produktentwicklung und Schulungsprogramme. Weil alle Daten, die wir halt, also wir werden ja immer Zwischenberichte und Jahresberichte veröffentlichen und davon können ja alle Leute, die sie lesen, profitieren und sich halt dann schon mal informieren, wie sieht es denn eigentlich aus in Europa an Soziodemografie der Leute, also wer konsumiert gerne, wie viel, was, Präferenzen hier und da. Also das ist gut für unseren, weil es gibt ja viele Daten auch schon in Nordamerika, aber das ist halt auch ein ganz anderer Kontinent. Also brauchen wir vielleicht bei uns einfach eigene Daten. Und außerdem beziehen wir Interessensgruppen in einen kollaborativen Lernprozess mit ein und wollen halt dann sozusagen mit den Produzenten zusammen und mit der Software zusammen und verschiedenen Beteiligten sind wir halt alle gerade so, dass wir vor 1-2 Jahren angefangen haben, uns damit zu beschäftigen und einfach miteinander lernen und uns halt gegenseitig halt dann auch unterstützen können. Und genauso ist es halt jetzt bei den neuen Pilotversuchen in Deutschland, dass man halt einfach jetzt anfängt, miteinander zu lernen und diese Projekte erstmal im kleinen Regelkreis hat. Also man hat ja dann immer eine begrenzte Modellregion und Teilnehmeranzahl. Und das ist dann alles handelbar. Und da kann man dann miteinander schauen, in diesem kleinen Teilnehmeranzahl, wie würde sich das auf den großen Markt auswirken und erstmal rantesten. So, das ist auch immer wichtig, um zu lernen. Und letztendlich kann eben diese Datenlage eine Grundlage für die Legalisierungsdebatte schaffen und sie kann die Gestaltung einer fairen Cannabis-Regulierung begünstigen, weil wir eben jetzt schon aufzeigen, dass verschiedene Modelle, also dass es halt einfach fair wäre, wenn man auch vielen Leuten eine Chance gibt, also zum Beispiel kleinen Bioanbauern oder also vielen verschiedenen Playern, und dass wir halt jetzt schon die Weichen so stellen, dass es fair ist und wir so viel wie möglich Leute inkludieren in den ganzen Prozess. Und sonst, es ist ein größeres Ziel, aber hoffen wir natürlich auch, dass es klappen könnte, dass wir einen Einfluss auf die internationalen Regelungen haben und somit zur vollständigen Legalisierung von Cannabis beitragen können. Weil, wie Lisa schon erwähnt hatte, gibt es die UN Convention on Narcotic Drugs, da ist Cannabis eben klassifiziert als also nicht zum Freizeitgebrauch legal. Und wenn wir da schaffen könnten, durch die Datengrundlage den Paragraph rauszubekommen und zu sagen, Cannabis ist für Genusszwecke legal, dann wäre es halt überall auf der Welt, wo Staaten sich dazu entscheiden, regulierbar und legal anbietbar. Aber das ist halt immer noch die Hürde, dass wir halt, ist ja UN, also globale Länder dort mit inkludiert und wir müssten zum Beispiel auch sehr also Staaten überzeugen, die halt da dagegen wären, zum Beispiel China oder sowas, wo die halt gar nicht, wo die halt noch so
entfernt von dieser Debatte sind, dass es halt schwer werden wird. Aber wir hoffen halt einfach, dass wir mit der Datengrundlage für eine evidenzbasierte Entscheidung der politischen Entscheidungsträger beitragen können. Und deshalb machen wir das alles und ich hoffe natürlich, dass in Deutschland das auch bald losgeht, weil wir brauchen mehr Daten, um mehr Sachen beweisen zu können und eben ein positives Beispiel zu sein, wie es aussehen könnte. Und jetzt war es das auch schon. Falls ihr noch mehr Fragen habt oder Infos wollt, könnt ihr hier diesen QR-Code scannen. Da ist unsere Webseite verlinkt von Grasshouse Projects. Da stehen nochmal mehr Sachen drauf und auch unser Instagram-Channel. Und ja, sonst war es das von meiner Seite und ich bin offen für eure Fragen. Was kostet das Gras bei euch? Also ungefähr illegaler Marktpreis. Also ist halt von THC-Gehalt abhängig. Also welche, die 8% THC haben oder so, kosten dann 6 Franken pro Gramm oder sowas. Aber so 20% THC ist es so 10 Franken pro Gramm. Also es ist so ungefähr illegaler Marktpreis. Aber es ist immer noch so ein bisschen, also wir haben halt ein sehr Qualitätskontrolle, wir haben Bioanbau, wir haben alles Mögliche, was wir halt liefern und deshalb denken wir auch, können wir vielleicht einen Franken teurer sein als der illegale Markt, weil wir halt diese Sicherheit mitbringen und hochqualitative Produkte und auch einfach nicht unter diesem Preis sinken können, weil wir müssen alles Mögliche bezahlen. So. Ja, wir versuchen uns da zu orientieren. Und wenn ich euren Laden verlasse und die Polizei kontrolliert mich, was passiert dann? Ja, du hast Abgabemenge pro Kauf, die du mit dir führen kannst und die ist abgesprochen mit der Polizei. Und die kannst du mit nach Hause nehmen und dort konsumieren. Es gibt aber auch ein paar andere Regeln, also man darf nicht in öffentlichen Plätzen konsumieren und man darf die Produkte nicht weitergeben oder weiterverkaufen und man darf, was war die dritte? Ach nee, kein Auto fahren unter Cannabis-Einfluss. Also das sind so die Dinge und ja, deshalb alles mit der Polizei haben wir guten Austausch. Also wir haben uns alles zusammen geregelt in kantonalen Polizei sozusagen. Ja. Servus. Eine Frage, ihr habt ja vorhin gesagt, dass ihr eine Frauen- und Männerquote habt. Mhm. Wir selber in Bayern versuchen halt auch einen Club aufzumachen und haben jetzt so 250 Mitglieder, also jetzt nicht derselbe Vergleich, aber wir stellen halt auch fest, dass eher tendenziell Männer bei uns sich bewerben und wir fragen uns irgendwie, habt ihr eine Idee, wie wir da irgendwie positives Licht auch in Frauen werfen, weil wir versuchen eigentlich neutral zu agieren und da aber kommt irgendwie kein Anklang. Ja, wir haben auch, also versuchen jetzt da mehr Frauen einfach zu, oder halt, also ich will als nächsten Workshop in 4 Monaten oder sowas, plane ich jetzt einen Workshop für Frauen, also einfach Frauengesundheit oder Konsum unter Frauen, dass man halt da auch die Community einlädt und die können ihre Freundinnen bringen, dass wir halt so ein bisschen aufklären in dem Bereich. Sonst ist es natürlich auch, also wir haben ja die paar Regularien und Hürden, dass wir halt zum Beispiel einen Schwangerschaftstest machen müssen bei Frauen. Die haben dann noch eine zusätzliche Sache, die sie so machen müssen. Ist auch ein bisschen vielleicht in die Privatsphäre eingreifend, aber können wir so nicht ändern. Wir würden es aber einfach jetzt durch Aufklärung versuchen, auch ansprechen, also dass man halt einfach da ist oder auch Frauen eben, also ich bin ja jetzt zum Beispiel auch eine Frau, meine Kollegin Aline ist auch eine Frau. Es ist halt so, wir repräsentieren dann auch Grasshouse und dann so hoffen wir natürlich auch ansprechend für Frauen zu sein. Aber können es halt ja nicht beeinflussen, es ist halt einfach so. Ich würde auch da was ergänzen, weil wir haben ja auch die internationale Frauengruppe. Es ist halt grundsätzlich so, dass bei Frauen die Angst vor der Stigmatisierung noch größer ist. Das ist auch so, dass es schon ein bisschen verteilt ist, aber es ist eigentlich eher so wie hier im Raum, ja, so 60-40, wenn wir mal offen alle darüber sprechen könnten. Man sieht es auch drüben in Kanada und Amerika, wo es auch wahnsinnig viele Frauen als Unternehmerinnen aktiv gibt. Und was die auch gemacht haben, ist Buy Weed from Women, ja. Und du könntest da vielleicht auch eine Aktion machen, Grow Weed with Women, we're looking for you oder so irgendwie was, ja. Komm zu uns, die bayerische Landsfrau, wir brauchen dich, damit wir Daniela Ludwig überzeugen können, dass du normal bist und wir nicht schlimm sind, ja. Also solche Sachen einfach gezielt die Frau noch anzusprechen. Ja. Da war noch eine Frage. Du hast gerade erzählt, dass ihr auch auf das Thema Beratung bei der Abgabe ganz viel Gewicht legt und sozusagen ein wichtiges Thema ist für euch und ihr deshalb sehr darauf bedacht seid, dass eure abgebenden Menschen gut geschult sind.
Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, weil ich stelle es mir schwierig vor, ihr seid eines der ersten Pilotprojekte, wie sieht so eine Schulung aus? Wie musstet ihr vielleicht auch mit den Behörden, also was haben die sozusagen akzeptiert als Schulungsausbildung oder so? Ich nehme an, auch in der Schweiz wird es dort irgendwie keine bereits zertifizierten Kurse oder irgendwas Ähnliches geben. Nee, gibt es alles noch nicht. Ich habe das ehrlich gesagt selber erstellt, weil ich hatte halt diese ganzen Schulungen selber belegt, das auch studiert, Masterarbeit drüber geschrieben, Bachelorarbeit, alles Mögliche und auch mal einen YouTube-Blog gemacht zur Cannabis-Aufklärung und Sense Media. Also ich hatte schon relativ viele jetzt Präsentationen, Daten, alles Mögliche auf dem Computer, habe mich dann noch mal ein halbes Jahr dran gesetzt, das alles finalisiert und habe jetzt 5 verschiedene Schulungen, 3 Stunden und die gehen aber auch um die Prozesse innerhalb der Verkaufsstelle, also das ganze Qualitätsmanagement, die Studie, was ist erlaubt, was nicht, aber dann eben auch ein sehr großer Teil um Cannabis, auch Geschichte, Politik, wie wirkt es, Botanik, Pflanze hier und da. Also es ist halt sehr ausgiebig und lang, aber auch sehr viel Safer Use und Konsumkompetenz jetzt mit bei und ich arbeite das jetzt auch immer wieder aus, also ich habe alle halbe Jahre eine also ein Update der Schulungen, also wenn was neu dazukommt, mache ich eine neue Schulung und das wird halt sozusagen jetzt im Prozess immer mehr. Ist mir nur selber aufgefallen, dass ich ja dann auch ganz schön viel Schulungsaufwand immer habe, also deshalb will ich es jetzt digital machen und ich glaube, da kommt dann auch, also dass ich halt sowas abfilme und das dann auch teilen kann mit anderen interessierten Leuten, dass es halt, dass wir so zusammen einfach Informationen bereitstellen, die man wissen sollte in dem Bereich und ich finde es halt super wichtig, dass halt Education stattfindet und dass auch mehr Leute Zugriff haben auf Informationen als nur das Personal, was dort arbeitet und ja und sonst eben diese Workshops, dass man halt dann das, was ich auch den Mitarbeitern erzähle, auch in Workshop-Format den Teilnehmenden erzähle, damit sie halt direkt die Infos auch in Präsentationsform haben und ja, aber es ist halt, es entwickelt sich immer weiter jetzt, sage ich mal so, also es wird auch mal länger. Witzigerweise war das nicht mal eine Anforderung und wir haben es als einzige, haben wir ein Qualitätsmanagement und Schulungsprogramm aufgesetzt, weil wir einfach das erfüllen wollen. So. Und wir können auch, also die anderen Projekte sind ja zum Beispiel in der Apothekeabgabe oder in Social Clubs und die haben halt schon auch ihre Schulung für ihre Studie und ihren Bereich, aber so ein richtiges Schulungskonzept mit Schulungssystem und sowas alles, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ich habe auch den anderen Pilotversuchen angeboten, dass ich da mal vielleicht vorbeikommen kann oder sowas, weil ja, aber wir haben es halt jetzt alleine ausgearbeitet. Also wir hatten eine Abstimmung mit der Abteilung Heilmittel, das ist halt so die Kantonsapothekerin und sie hat sich halt noch mehr gewünscht, dass wir auch Psychosen erkennen können. Und das ist halt allgemein schwer, das können halt selbst Therapeuten schwer erkennen, aber ich habe jetzt noch ein paar Slides hinzugefügt, wie was so Anzeichen wären, dass wenn jemand einfach so offensichtliche Anzeichen hätte, dass sowas erkennbar ist durch das Fachpersonal und dann das Hilfesystem auch eingeschaltet wird. No. Hilft Cannabis bei Menstruationsbeschwerden und wenn ja, könnte man das als Angriffspunkt nehmen, so um da speziell Frauen anzuwerben? Wir dürfen keinerlei medizinische Beratung tätigen, weil das halt Genusscannabis ist und wir keine ausgebildeten Pharmazeuten dort haben, aber so Wellness-Sachen könnte man vielleicht ansprechen, aber es ist halt auch immer, also wir dürfen halt keine Wirkversprechen oder irgendwas machen, deshalb. Das darfst du in Deutschland auch nicht. Ja. Und du darfst es auch nicht machen mit den Grow Clubs, weil Grow Clubs sind für Konsumenten und nicht für Patienten. Ja, das ist total bescheuert, aber trotzdem ist es halt so. Und im Zweifel ist es auch, wenn Patienten krank sind, finde ich, sollten wir halt auch daran arbeiten, dass noch mehr Leute das von der Krankenkasse einfach bezahlt bekommen. Ja. Also auch mit Periodenschmerzen. Was ist die Dosis bei euren Edibles? Gerade haben wir 5 Milligramm pro Konsumeinheit, wollen aber 10 Milligramm auch einführen. Auch, also alternativ? Ja, beides. In der Schweiz gibt es doch noch weitere Beschränkungen, oder, Adele, wegen den Edibles? Also man darf nur 10 Milligramm höchstens drin haben pro Konsumeinheit, kindersichere Verpackung. Wir hatten auch jetzt mal so ein Ding, dass die halt nicht, also entweder sie sollten sie schwarz einfärben, die Gummies, oder jetzt farblos machen, also dass sie halt nicht ansprechend für Kinder aussehen. Also es gibt schon, bei den Gummibärchen hatten wir ein bisschen jetzt eine lange Entwicklungshistorie so, werden aber demnächst dann auch eine vegane Option in nicht eingefärbt auf den Markt bringen, so, die halt, damit die Veganer auch noch eine Option hatten, weil gerade hatten wir Gelatine und auch die Praline ist mit Milch, also gab es halt nichts für Veganer. Ja.
Ja, auch erstmal von meiner Stelle vielen Dank für die Einblicke. Du hast ja jetzt schon viel davon gesprochen, wie jetzt so der Weg in der Schweiz so vorgezeichnet ist, ne, dass das jetzt vom Gesetzgeber begleitet wird und dass ja auch schon relativ klar die Weichen gestellt sind Richtung Legalisierung. Gibt es da jetzt schon auf europäischer Ebene schon Interesse, Bestrebungen in diese Richtung? Habt ihr da Anfragen irgendwie, dass da irgendwie schon an einer Lösung gearbeitet wird, vielleicht für Europa? Meinst du Lösung für Pilotversuche in anderen Ländern? In dieser Regelung, naja, Deutschland wäre jetzt ein Land mit Säule 2. Sonst gibt es in Europa gerade noch weniger, es ist schwer. Wir fangen jetzt erstmal noch Deutschland an eben und schauen dann, also Niederlande gibt es auch Pilotversuche, aber das ist halt ein anderes System. Da wird halt jetzt der Anbau eben ins Pilotversuch integriert und die Abgabe ist immer noch über die Coffeeshops und nicht über legale Fachstellen oder Social Clubs oder so. Das Bescheuerte in der EU ist dass wir eine Handelszone sind, eigentlich eine Freihandelszone. Und, aber es gibt halt komplett über alle Themen des Cannabis hinweg unterschiedliche Regularien, auch wie die einzelnen Staaten damit umgehen und auch wie offen die dazu sind, was man machen darf. Bis vor kurzem, wir konnten kein Cannabis züchten, wir können kein, also all diese ganzen Geschichten war so komplett eingeschränkt. Zum Glück gibt es Lockerungen, es gibt auch Bemühungen auf europäischer Ebene, aber da muss man noch viel mehr harmonisieren. Also das ist alles auch so. Tschechien ist ganz woanders als wir. Wir sind ganz woanders als Frankreich, die jetzt gerade aus ihrem Medizinprogramm wieder die Blüten abschaffen. Ja, und solche Sachen. Also das muss man schon auch individuell gucken. Aber es würde im Endeffekt Sinn machen, dass wir eben nicht sowas haben wie ein Amiland, sondern eine einheitliche Regelung. Aber das ist auch was, wo wir uns auch von deutscher Seite mit dem Branchenverband auch lobbymäßig einsetzen, dass halt da mehr passiert und wo wir uns auch mit anderen Ländern austauschen und den Vertretern da. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich wollte fragen, gibt es aus Deutschland jetzt schon irgendwelche Politiker, die sich an euch wenden? Und, oder wie bringen wir jetzt die tollen Daten, die ihr jetzt erhebt, quasi an die Leute, die die Entscheidung mit beeinflussen und dass sie mal anfangen, auch die richtigen Daten zu erheben, damit man später was feststellen kann, wie sich was verbessert und so. Also veröffentlicht ihr die Daten, dass man damit quasi an die Politiker rantreten kann oder gibt es da Kontakte oder wie läuft das? Also wir haben ja diese halbjährigen Berichte dann, die wir veröffentlichen und da kommt jetzt auch demnächst der erste und die werden wir natürlich mit, also ist öffentlich für jede Person und wir werden sie natürlich auch teilen mit den Entscheidungsträgern in Deutschland und da gab es jetzt auch schon Interesse so auch von verschiedenen Politikern auch mal dort in die Verkaufsstelle vielleicht vorbeizukommen und sowas, aber es ist eher bezogen auf Deutschland, also das ist halt hier, also dass die Daten nicht reichen, sage ich mal, die wir in der Schweiz erheben, sondern es eher als Beispiel für Deutschland, was wir hier in Säule 2 machen können, um nochmal eigene Daten zu erheben in Deutschland. Ja. Hier. Ich habe noch eine Frage zu den Kantonen. Also ich selber komme aus Bayern und wir haben jetzt gerade das massive Problem, dass die Regierung beschlossen hat, dass Cannabis legal ist. Und die Münchner Regierung hat auch gar kein Problem, Cannabis als Modellprojekt anzubieten. Aber die bayerische Landesregierung möchte das nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ja natürlich andere Kantone geben, die jetzt halt noch konservative damit umgehen und gar kein Modellprojekt angeboten haben oder sich dafür aufstellen haben lassen. Wie sieht ihr das denn jetzt nach 5 Jahren gesamtheitlich für die Schweiz? Weil irgendwann müssen ja die Kantone nachziehen oder sind dann nur Teillegalisierungen in Teil? Also erstmal vom Prozess her ist es so, dass nicht die Kantone an sich jetzt, also vielleicht haben manche sich eher öffentlich, also positiv zu positioniert, aber wir sind schon auch auf die Leute zugegangen und waren so, hey, können wir das bei euch machen? So. Und dann eben Überzeugungsarbeit da gemacht. Sonst ja langzeitmäßig auf der Schweiz, also jetzt ist ja erstmal immer noch die Pilotphase, die ist 5 bis 10 Jahre und da aber aktuell an dem Gesetz schon geschrieben wird, hoffe ich mal, dass da in 3 Jahren eine Legalisierung umgesetzt wird. Kann man aber so jetzt noch nicht vorhersehen. Ja, das wäre dann die ganze Schweiz. Aber in der Schweiz ist es auch immer so, dass ein Bürgerentscheid noch passiert und dann müssen halt alle Bürger auch nochmal zustimmen. Und dann wäre das schneller umgesetzt als in anderen Ländern, weil es halt, Schweiz hat halt eben ihre, nicht UN, so, ja. Ich hätte noch 2 kurze Fragen an Lisa und vor allen Dingen, du hast ja auch vorgestellt, es gibt aktuell diesen Verordnungsentwurf zur Festlegung der Behörde, die dann sozusagen... Nee, das ist schon fertig, die Behörde steht fest.
das durch, der Verordnungsentwurf? Das ist dieser Cannabis-Dingsbums-Gesetz, also dieser lange Gesetzesname, und das ist entschieden. Der ist entschieden, okay. Ja, und die ersten Änderungen vom KNG sind ja auch schon entschieden. Genau, aber die Verordnung hatte ich bisher noch nicht gefunden. Die Verordnung dachte ich, wäre auch schon erlassen. Aber ich hatte die noch nicht auf der Website des Ministeriums gefunden. Ich meine, die wäre schon, aber wir können nachher nochmal gerade reingucken. Ich meine, die wäre schon erlassen, meiner Meinung nach. Und es ist auch klar, dass es das BLE ist. Genau, also BLE ist klar. Mein letzter Stand war, dass es aktuell halt gerade keine Behörde gibt, die über irgendwelche Anträge entscheiden könnte. Nee, Anträge nicht, aber es geht ja auch gar nicht um die Anträge, sondern es geht um die Genehmigungen für wissenschaftliche Dinge. Das sind ja eigentlich Genehmigungsverfahren und keine Antragsverfahren. Das sind unterschiedliche Geschichten. Genau, also es gibt keine Behörde sozusagen, die über Genehmigungen entscheiden könnte. Aktuell, weil das BfArM macht es nicht mehr, weil Cannabis ist raus. BfArM macht nur medizinisch, genau. Und die anderen machen halt quasi jetzt das BLE. Okay, wenn du meinst, das ist festgelegt und ist durch. Also der Anwalt hat das in dem Gutachten so eingeschätzt, sonst hätte ich sehr falsch gelesen. Also ich weiß nicht, oder er auch. Also dann seid ihr einfach auf einem weiteren Stand als wir. Wir können lass uns da austauschen und schauen, und dass wir synchronisiert sind, macht ja auch mehr Sinn. Zweite Frage, vielleicht, du kommst ja aus der Industrie-Gewerbe-Richtung auch, vom BVCW. Wie seht ihr die Thematik, was auch gestern angesprochen worden ist zwischen den Politikern? Es gibt diese zwei Schulen, einerseits die Grünen, die vor allen Dingen diese Verordnung und das auch ausreichend sehen eigentlich mit der Verordnung sozusagen als Grundlage für Modellprojekte. Und dann gibt es die andere Schule von der SPD und FDP, die sich ganz klar wünschen, dass es noch eine gesetzliche Grundlage geben wird. Wo würdest du sagen, wie sieht es sozusagen die Industrie? Was wäre denn lieber, wenn die investieren in Modellprojekte Säule 2? Brauchen die das Gesetz oder reicht denen auch die Verordnung? Naja, also egal mit wem ich spreche, wer sich für das Thema interessiert, auch wenn die sich quasi nur für Säule 2 interessieren, wo man ja momentan noch eigentlich recht wenig zu sagen kann, dann sage ich zu denen, dass es sinnvoll ist, jetzt zu investieren. Und wenn es nur in so Kleinigkeiten sind oder dass du gewisse Puzzleteile von deinem Gesamtpuzzle schaust, also sagen wir, du willst Edibles machen, dass du mit einer Hochschule für Ernährungswissenschaften, damit die Nährwertbestimmung oder mit irgendwelchen Mäusen gucken können, wie schnell werden die high, wenn ich denen mit Kakao und mit Ding das gebe oder was weiß ich. Also solche Sachen kann man alles schon machen. Man darf es halt nicht abgeben an Endverbraucher aktuell. Ich denke, das wird noch ausgestritten werden müssen, ob das jetzt schon möglich ist. Ich hätte es persönlich schlau gefunden, wenn man es so gemacht hätte, wie die Schweiz, und einen Forschungsparagrafen reingenommen hätte. Dann hätte man sich diese ganze Diskussion um Säule 2 sparen können. Aber es ist ja nicht unmöglich, dass es vielleicht auch noch gehen könnte, bis jetzt die nächsten Wahlen anstehen. Weil es ist halt auch so, alles, was wir bis jetzt investiert haben, wo wir aufgebaut haben, wo wir gute Erfolgsgeschichten gebaut haben, wo wir einfach Belastbares schon da haben. So wie Adele das sagt, dass man was Greifbares hat und dass die Leute sich anschauen können, dass die sehen, da steht 1-0. Dann alles sowas hilft uns halt, dass die uns dann, falls Friedrich Merz dann doch unser Bundeskanzler werden sollte, uns nicht wieder loswerden können, weil die Frage kriege ich auch oft. Was ist denn, wenn die CDU kommt? Die haben mit groß angekündigt schon, wir schaffen euch alle wieder ab, und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht, ich habe es ja vorhin ankritisiert, ja, dass die sagen, das Ziel ist der Schutz der Bevölkerung, und dann streiten die sich intern, das kann ja wohl nicht sein, ja. Also ich finde es nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt, und ich bin ja auch bei den Grünen eher, dass man halt das jetzt mal versuchen sollte, schauen, gucken, was passiert, ja, mit dem Anwalt abklären. Alle diese Dinge. Ja, ich habe noch eine Frage. Wie ist denn die öffentliche Wahrnehmung im Baselland zu eurem Vorhaben? So, stressen die Nachbarn manchmal? Gibt es negative Presse? Es ist witzig, also schönerweise sind wir sehr positiv aufgenommen, und die Nachbarn kommen gerne vorbei. Die sind auch eingeladen zu den Workshops, wenn sie Lust haben, und finden es sehr positiv, haben wir gute Rückmeldungen bekommen. Und auch wenn sie selber keinen Cannabis konsumieren oder bei uns kaufen wollen, so haben sie uns voll akzeptiert als einfach Teil der Nachbarschaft, wie die Bäckerei oder den, einfach Dinge, die halt dort vorhanden sind. Die hatte ich hier oben. Von außen gibt es auch. Da haben wir nämlich diese Sichtfolie, dass man halt auch nicht reingucken kann, damit wir halt auch Jugendschutz gewährleisten oder halt nicht ansprechend für Schüler sind, die da vorbeilaufen. Doch ein Schild haben wir hier an der Seite. Sorry, ist ein bisschen schlechte Qualität. Keine Werbung nehmen. Also nur da sein, informieren. Also wir haben halt unseren Namen hier, wir haben das Schild und sind auf Google Maps zu finden und haben unseren Instagram-Channel.
Adele, warum macht man dann nicht mehr mit dem Basel-Land, dass man dann sagt, okay, ihr seid ja damit verantwortlich, das auch bekannt zu machen, macht doch mal was in euren Städtemagazinen rein, auf eure Städte-Webseite drauf und auch mit der lokalen Drogenhilfe. Ich habe mir die Unterlagen angeschaut damals, als sie ausgeschrieben waren. Da war das ja schon auch ein Bestandteil, was sie abgefragt haben, mit dem, wie man mit der lokalen Drogenhilfe zusammenarbeitet, zumindest in Zürich. Ja, ja, gute Idee. Wir haben einen guten Austausch eigentlich mit denen, aber versuchen immer nicht zu aufdringlich oder irgendwas zu sagen, dass wir jetzt auf die Website von denen kommen, ist wahrscheinlich nochmal. Aber es sollen ja Teilnehmer da sein und dann, ja. Die müssen ja auch eine gewisse Zeit mitmachen, sonst ist das ja auch keine belastbare Aussage. Na, die können immer austreten, wenn sie wollen, die Teilnehmer. Ja. Aber ja, also wir versuchen es jetzt gerade durch andere Sachen. Wir haben mal zum Beispiel auch, also auch in Zeitungen oder so, jetzt hatten wir einen kleinen Artikel und so, und es hat schon auch positiv gewirkt, auf Messen da sein und jetzt in dazu, also Mund-zu-Mund-Propaganda ist halt auch das Beste, weil viele Konsumentinnen haben eben auch Freunde, die auch konsumieren, und da ist halt gut, wenn das sich rumsprechen würde in Freundeskreisen, dass sie halt einfach zusammen bei uns eine Community schaffen können und alle ja, legale Produkte konsumieren können. Vielleicht noch eine letzte Frage. Habt ihr auch negative politische Rückmeldungen bekommen in der Schweiz? Ich meine, oder geht es eigentlich über das gesamte politische Parteienspektrum bisher eigentlich eine positive Rückmeldung zu den Modellprojekten? Oder gibt es auch Parteien, die das ganz klar ablehnen? Also jetzt innerhalb der Parteien, weiß nicht genau. Es gab natürlich aus anderen Kantonen oder anderen Pilotversuchen auch kritische Äußerungen zu unserem Modell, aber die haben wir jetzt auch ja, durch Gespräche eben gelöst, weil wir halt dann eben auch aufgezeigt haben, dass wir nicht die schnelle, also es ist ja immer so, das kommerzielle Modell ist dann vielleicht ein bisschen kritisch angesehen von Leuten, die halt vielleicht eher ein staatliches Monopol wollen oder so, aber da wir halt uns jetzt sehr viel ausgetauscht haben mit den anderen Pilotversuchen, sind wir eigentlich alle für denselben Sinn dahinter, dass wir halt eine gute Regulierung schaffen wollen. Ja. Ja, dann ansonsten, hat jemand noch eine Frage? Also 5 Minuten hätten wir noch, ansonsten. Wo will denn die Schweiz da technisch hin? Weil bisher ist ja alles, was so anklingt, mehr oder weniger ja Politik für aktive Konsumenten. Und ich habe das bei uns im Landkreis, ich kämpfe bei uns seit einem Dreivierteljahr im Landkreis mit dem Kreistag. Ist CDU geführt, jetzt ist natürlich die AfD auch sehr stark geworden und bei uns zieht endlich bloß das Geld. Ja, also ich komme mit keinen Argumenten voran oder mit keinen wissenschaftlichen Argumenten voran, da ist die Einstiegsdroge immer noch das Flatterthema und das funktioniert halt nur übers Geld. Der Landkreis bei uns gibt in die Prävention im Jahr 50.000 und ich habe das durchgerechnet, das würde allein über die Gewerbesteuer beim Einzelunternehmen in einem Monat kommen. Und nur da war der Knackpunkt. Das heißt also, meiner Meinung nach kriegen wir den Paradigmenwechsel, der es ja gestern auch wieder hieß, nur hin, wenn wir nicht nur Politik für die 15% Konsument machen, was es vielleicht mit Dunkelziffer sein könnte, sondern wir müssen auch auf die anderen 85% eingehen. Und das ist dann meiner Meinung nach nur das Geld, ja. Das ist das Geld, was die Kommune einnimmt, was es in Vereine steckt, was es vielleicht in Spielplätze steckt, in indirekte Prävention, in direkte Prävention, da sehe ich halt den Knackpunkt. Ja, was wir halt jetzt in der Schweiz auch machen, ist, dass wir alle Überschüsse, die über den Laufe der Studienperiode kreiert werden, nach 5 Jahren dann eben auch spenden an Suchthilfeeinrichtungen oder an weitere Studien im Cannabis-Bereich. Also haben wir schon auch diesen Spendenfaktor mit drin, der dann auch kritische Parteien wie eben ja vielleicht Sucht Schweiz oder so dann auch überzeugt hat, okay, da ist jetzt nicht der kommerzielle Ansatz so bei uns vertreten, oder wenn er da ist und wir da auch Überschüsse machen, dann spenden wir halt den Rest so. Und wir müssen erstmal halt die das, was wir halt an Investitionen getätigt haben, zurückbekommen, und dann alles on top ist halt gespendet. Und sonst, ja, wie man halt jetzt allgemein in der Gesellschaft oder jetzt auch in Deutschland Legalisierung und sowas, klar, also es ist halt schon auch Steuergelder, die eingenommen werden können gut eingesetzt werden. Das sind halt schon Argumente, die man halt auch bringen kann und sollte, wenn es halt darum geht, dass wir eine positive Regulierung schaffen wollen, weil das sind da eben die ganzen Nebeneffekte. Also der Konsumentenschutz ist da, öffentliche Sicherheit, Jugendschutz, alles gewährleistet, aber dann on top für die Leute, die noch on top Argumente brauchen, ja, Steuergelder werden eingenommen, wir können damit gute Sachen finanzieren. Also es ist ja dann eine runde Sache. Also es, ja, sollten wir schon. Also war das die Beantwortung der Frage? Ich weiß nicht genau, ob das so die. Ja. Ich meine, im Endeffekt. Ja. Wie man das Produkt steuern will.
Achso, weiß ich nicht, gibt es noch, also der Gesetzesentwurf ist ja noch nicht veröffentlicht, deshalb weiß ich es nicht. Aber es gibt jetzt gerade, haben wir Mehrwertsteuer, was wir halt auf unsere Produkte absetzen. Also ich meine, Steuern ist, ja so, ist ein Thema, ja, wegen der Einstiegsdrogentheorie. Da ist von oberster Stelle, von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, seit 2015 gibt es eine Veröffentlichung, die kannst du denen immer vorhalten. Capris-Studie ist auch ganz gut. Und auch, ich meine, solche Themen wie Einsparungen für den Kreis. Ja, ich weiß halt nicht, welche Drogen sonst, also in manchen Bundesländern ist es halt so, da ist Cannabis nicht die meistkonsumierte Droge, auch Richtung Bayern, ja. Und dann müsste man halt einmal auch mal ein bisschen mehr auf den Faktor Ausstiegsdroge Cannabis eingehen und auf die Einsparungen, die man dann dadurch fürs Gesundheitswesen hat, wo man dann halt auch solche Sachen machen kann. Und ich denke, es gibt genug Leute, die wären sehr froh, wenn sie halt auch Cannabis, wenn sie zum Beispiel in der Substitutionstherapie sind, nicht als Beigebrauch haben, sondern als Medizin, sodass das alles sauber ist, sodass sie keine Ärger mit ihrem, was weiß ich, Helfer kriegen, Sozialhelfer. Und dass man halt da mal auch so ein bisschen anfängt zu entstigmatisieren, aber mit AfD hast du da sicherlich einen sehr riesengroßen, starken, schweren, beratungsresistenten Gegner. Kurioserweise blickt es durch, dass es die AfD bei uns im Kreistag nicht ist. Es ist bei uns wirklich die CDU. Ja, gut, dasselbe in nicht ganz so rechts. Im Kreisausschuss sitzt bei uns der führende Drogenfarmer, also der Leiter der organisierten Kriminalität, und sagt dem Landrat ins Gesicht, dass Cannabis nicht die Einstiegsdroge bei uns ist und auch nicht die meistverbreiteteste Droge, sondern das gemäß bei uns ist. Das interessiert aber nicht, weil wir laufen dagegen eine Ideologie an. Ich komme gerne mal im Etui-Kleid bei dir vorbei, dann können wir uns immer mit dem unterhalten. Ja, das ist dann immer auch so eine Geschichte und da muss man sich dann halt auch entsprechend darauf vorbereiten, auch immer wieder entkräften, auch gucken, wer sind die Leute, mit denen der selber zusammen. Also es ist halt wirklich strategisch, dass man halt guckt vor Ort und vor allem mit den Leuten reden, aufklären, immer in die Köpfe rein und im Zweifel halt von irgendwelchen Bürgern in der Fußgängerzone, wenn es sein muss, ja, mit dem DRV. Ja, wir sind jetzt leider zeitlich durch. Wir haben wirklich eine Punktlandung hingelegt und sind genau bei 13 Uhr. Insofern müssen wir die Session jetzt leider beenden hier an der Stelle. Nochmal ganz lieben Dank an unsere beiden tollen Speakerinnen. Es waren super Vorträge, haben, glaube ich, viel Input hier geliefert und viel Spaß noch auf der weiteren Kanoko.